Ich war auf der Maggie-Stiefvater-Lesung zu Rot wie das Meer auf der Lit Cologne und ich werde euch heute mal davon berichten und es gibt auch kleinere Ausschnitte zu sehen. Das Problem war ja schon die Anreise, denn eigentlich wollte ich mit dem Regionalexpress von Düsseldorf nach Köln, das geht ja sehr schnell, das dauert nur 30 Minuten, aber ich habe meine Bahn verpasst und ich hatte immer im Hinterkopf, nimm auf keinen Fall die S-Bahn, die braucht eine ganze Stunde. Ja, und deswegen bin ich total spontan, weil ich gesehen habe, in einer Minute fährt die nächste Bahn nach Köln, in die Regionalbahn gestiegen. Und ich kann euch schon mal sagen, keine gute Idee, da gab es echt... naja, schaut es euch selber an. Ich fahre hier gerade durch total die kleinen komischen Käfer, hier ist echt nur Feld und das sind Orte, von denen hat man noch nie gehört. Man fühlt sich, als würde man bei den Leuten durch den Vorgarten fahren. Ich meine, es ist gruselig, wirklich. Gersch, falls das jemand kennt, sagt mir mal, wo ich hier bin. Ich hoffe, ich komme heute noch an. Falls ja, gibt es gleich noch mehr vom Video zu sehen und bis dahin drückt mir die Daumen. Ich war dann noch ungefähr anderthalb Stunden unterwegs, anstatt einer oder nur einer halben Stunde, wie ich es hätte haben können. Und ich hatte echt Angst, dass ich zu spät zur Lesung komme. Aber ich habe es trotzdem noch pünktlich geschafft und ich habe sogar einen Platz in der ersten Reihe bekommen. Deshalb konnte ich ein bisschen mitfilmen. Ich werde jetzt aus urheberrechtlichen Gründen nicht direkt von der Lesung Mitschnitte zeigen, aber von den Fragerunden und das war super interessant. Als erstes mal sollte vielleicht geklärt werden, Maggie Stiefvater. Sprecht ihren Namen bitte niemals amerikanisch aus, denn dann kommt da oft sowas bei rum. Stiefvater. Tja, und zum Buch. Rot wie das Meer, das beruht auf der Sage der Kelpies, also Pferden, die im Wasser leben und ja, im Winter, im November aus dem Meer kommen. Und diese Pferde sind sehr gefährlich, denn sie fressen auch Menschenfleisch. Und ja, diese ursprüngliche Sage, da werden die Kelpies, wie wir den Begriff kennen, natürlich nicht Kelpies genannt, sondern, das muss auch nochmal geklärt werden, die heißen Kapal Uschke. Das wusste ich selber nicht, ich hätte das Wort niemals richtig aussprechen können, deswegen bin ich schon mal sehr froh, dass ich auf der Lesung war. Und ja, zum Inhalt des Buches kann ich euch nicht ganz so viel sagen, weil ich habe das Buch selber noch nicht gelesen. Ich habe es aber auf jeden Fall noch vor. Und deshalb berichte ich als erstes einmal, was Maggies direkte Verbindung zu der Geschichte ist, wie sie überhaupt darauf gekommen ist, über die Kelpies, über die Kapal Uschke zu schreiben. Das fand ich nämlich sehr interessant. Sie hat gesagt, als sie klein war, wollte sie selber schon immer ein Pferd haben und sie durfte von ihren Eltern aus auch, aber die Eltern haben gesagt, du musst das Geld für das Pferd selber verdienen. Ja, und als Schülerin hat man natürlich nicht so viele Möglichkeiten, richtig groß Geld zu verdienen und dann hat das ziemlich lange gedauert und sie hat natürlich nicht besonders viel zusammenbekommen. Deshalb hat sie sich dann ein sehr günstiges, ausgemustertes Rennpferd gekauft und sie hat erzählt, dass es wirklich gefährlich war, auf diesem Tier zu reiten, denn man hat sich eigentlich nur festgekrallt und gehofft, dass man nicht runterfällt. Das arme Tier ist nämlich immer sofort losgeprescht, weil es das noch aus den Rennen kannte. Das fand ich unheimlich witzig, diese Anekdote. Und ja, ansonsten hat Maggie schon als Kind immer sehr gerne ein Buch aus der Bücherei ausgeliehen. Das war eine uralte Ausgabe, die auch sonst niemand haben wollte, von einer Sammlung diverser Mythen, Sagen und Legenden. Und ja, die Kelpies hat sie damals schon sehr faszinierend gefunden, besonders weil diese Pferde eben so düster und böse sind, dass sie Fleisch essen und ja, eigentlich nicht unbedingt das, was man mit Pferden verbindet, vor allem nicht als kleines Mädchen. Für diejenigen, die das Buch schon gelesen haben, ist vielleicht auch die Frage ganz interessant, wo und wann die Geschichte eigentlich spielt, denn in ihrem Buch Rot wie das Meer wird das nie wirklich benannt. Sie lässt das sehr offen, beziehungsweise geheim. Dazu könnt ihr euch mal ihre Aussage eben anschauen. I mean, I had a very strong feeling of where it was and, yes. And when it was, but you never explicitly say it. So it I am of the mind that an author should know everything about their book, even if they don't tell the reader everything. Der Autor muss alles wissen, auch wenn man das nicht erzählt. And so that's why I prefer the word secret to open, only because one indicates I know what I'm doing and the other one indicates I'm an idiot. Okay. But it is true, I have a very specific time in mind, and I think there's enough clues that if you were really obsessed with it, you could actually date within a decade or so to when it's supposed to happen. So I would say 1920s, 30s? You could say whatever you like, but I'm just going to look at you. Okay. And place, Ireland? It was definitely supposed to be the west coast of Ireland. West coast of Ireland, okay.
Although my editor says Maine, it's definitely Maine. Dann wurde natürlich auch ein wenig über die Aussage des Buches diskutiert. Und es gibt tatsächlich einige Reporter, hat Maggie berichtet, die das Ganze doch sehr interessant interpretiert haben, nämlich so. However, there are some reviewers who have decided it is a post-apocalyptic novel. And in the reviews they say that it is in a future where horses have begun to crave meat. And I really think that they should be writing novels because they have a better imagination than I do. Naja, und falls ihr schon die ein oder anderen Bücher von Maggie Stiefvater kennt, dann wisst ihr, dass sie eigentlich nicht im Bereich Science-Fiction und postapokalyptische Romane anzusiedeln ist, sondern im Bereich Fantasy. Und wie gesagt, sie mag ja auch sehr gerne Mythen und Legenden. Und Rot wie das Meer ist tatsächlich so etwas und hat überhaupt nichts mit Postapokalypse oder Dystopie oder Science-Fiction zu tun. Von daher fand ich das sehr interessant, wie dieses Buch doch unterschiedlich interpretiert werden kann. Außerdem wurde die Frage gestellt, ob es eine Verfilmung geben wird. Und tatsächlich hat Maggie auch dazu etwas zu sagen. So there are rumors that there'll be a film, more than rumors I think. Will then the place and time become more specific? I am certain that it has been optioned by Warner Brothers. Is it optioned on Warner Bros? Both this book and The Raven Boys, which is coming to Germany. Das vorletzte Buch ist noch nicht in Deutschland erschienen. And I'm certain it will have to become more concrete, but I'm also certain it will be the director's choice, not mine. I'm technically a consult, but what that really means is they'll just kind of look at me as they decide what they're doing. Sie ist Beraterin, aber hat nicht gesagt. Und das wird der Regisseur entscheiden. Aber it will have to happen, won't it? I think so. Yeah. I mean, I'm not saying that you were right with the setting and the time, but I'm hoping that the director might agree with David. Wir können uns also sehr darauf freuen, dass Warner Brothers vielleicht eine Verfilmung von Rot wie das Meer anstrebt. Und ich bin sehr gespannt, denn es soll halt nicht nur Rot wie das Meer, sondern auch ihr Folgeroman Raven Boys verfilmt werden. Das Buch ist in Deutschland noch nicht erschienen, ich habe es auch noch nicht gelesen. Aber man kann sehr gespannt drauf sein. Ich glaube, es kommt im Herbst nach Deutschland. Vielleicht gefällt euch das hier auch. Ebenso interessiert natürlich immer die Frage, ob es eine Fortsetzung geben wird. Und Maggie hat gesagt, es wird vielleicht eine geben. Allerdings, naja, seht selber. Maybe when I'm 50. I really want there to be a sequel because of all of the books that I've written, this is the one I'm most in love with the world of it. Because by then I might have enough distance to see where I could actually turn down a corner without it being just me writing my own fanfiction. Und das liegt einfach daran, dass Maggie erstmal Abstand zur Geschichte braucht. Sie liebt die Welt, in der es spielt, die ganze Umgebung der Insel und den Hintergrund mit den Pferden, aber sie möchte in Zukunft, falls sie eine Fortsetzung schreiben wird, nicht nochmal auf die gleichen Charaktere zurückgreifen, sondern nur den Schauplatz und den Hintergrund beibehalten und ansonsten neue Charaktere und eine komplett neue Handlung einführen. Für mich eine sehr interessante Idee, denn gerade Fortsetzungsromane, die nicht mehr auf den gleichen Charakteren beruhen wie das vorherige Buch, sind für mich immer eine sehr interessante Sache. Zum einen hat man nicht das Problem, dass wenn so viel Zeit zwischen den beiden Büchern liegt, man überhaupt nicht mehr weiß, worum es in der Geschichte geht. Und zum anderen erfährt man doch so noch über die Hintergründe und über die Welt mehr. Und das gefällt mir eigentlich immer sehr gut, denn ich finde, das macht eine Geschichte, eine richtig gute Fantasy-Geschichte auch oft aus. Tja, viel mehr möchte ich euch jetzt nicht zeigen, sonst wird das Video, glaube ich, auch viel zu lang. Aber vielleicht habt ihr einen Eindruck davon bekommen. Und ich muss sagen, Maggie ist eine unheimlich sympathische und witzige Autorin. Sie hat ihr Buch unheimlich schön rübergebracht und die Fragen toll beantwortet, die gestellt wurden. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, ihr zuzuhören. Und falls ihr mal die Gelegenheit habt, kann ich nur empfehlen, geht zu einer Lesung von ihr. Man ist eigentlich die ganze Zeit nur am Lachen. Ja, wir sehen uns ansonsten nächsten Sonntag wieder. Genau, nächsten Mittwoch kommt kein Vlog, weil das ist dann die zweite Woche ohne Vlog. Und bis dahin, genießt noch euer Wochenende, macht's gut, bis zum nächsten Mal.